Ja, es heißt im Grunde genommen, dass wir uns auch weiterentwickeln, auch thematisch weiterentwickeln. Natürlich zum einen, es ist ein wunderschönes Surrounding im Bereich der Kunst, so etwas abhalten zu können, weil Kunst viel mit Kreativität, viel mit Innovation zu tun hat. Und das sind genau die Herausforderungen, auch vor denen wir stehen bei den Besetzungen, dass wir Personen suchen, die das, was man so Learning Agility nennt, abdecken. Und das hat der Frederik Pferd in seinem Vortrag, finde ich, auch sehr gut gebracht, dass es letztlich darum geht, offen zu sein für neue Themen. Und das bilden wir in unserem Organisationsmodell im Bereich Learning ab. Wir haben ja ein Kulturmodell, wo wir Themen wie Order and Rule-Based Learning abbilden. Und das sind genau die Kriterien, die sehr für Veränderungskompetenz stehen.